Hi und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ich bin immer noch angeschlagen. Wir haben jetzt den 8.5. Toni ist bereits bei seiner Betriebsratsschulung. Ich bin immer noch erkältet. Ich muss mir nachher einen Tee oder so machen noch. Ja, bei uns war am Sonntag, war bei uns ja Jazzfest und verkaufsoffen. Und ja, ich muss euch sagen, dass ich a lot of Taschentücher ja, verbraucht habe. Und ich habe jetzt mal Nasenspray mal mitgenommen. Ich habe das noch nie genommen. Ich weiß nicht, dass es auch süchtig machen kann. Ja, aber ich muss sagen, es hilft eigentlich ganz gut. Ist immer gut, wenn man sowas dann zu Hause hat. Und ja, was habe ich noch gekauft? Einfach Taschentücher nochmal. Für unterwegs finde ich mal die kleinen ganz gut. Und ja, die Balsam-Taschentücher. Immer ganz gut da zu haben. Ja. Ich bin einfach unready gemacht, weil ich gehe eigentlich gar nicht nach draußen, weil ich ja krank bin und so. Morgen muss ich arbeiten. 2 Tage diese Woche. Ja, läuft. Ich muss morgen oder übermorgen, je nachdem, nochmal alles hier ready machen, putzen und so weiter und so fort. Aber es hält mich ja nicht ab, irgendwas zu machen. Deswegen nehme ich euch mit bei einem neuen Vlog. Es wird ja mal wieder Zeit. Mein Auge ist auch wieder am Tränen. Meine Osterdeko muss ich auch noch wegmachen. Und ja, es läuft. Vielleicht habt ihr irgendwie, wenn ich mal nochmal Schnupfen habe, habt ihr irgendwelche Tipps, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich nehme keine Tabletten, nichts, weil ich immer der Meinung bin, dass mein Körper sich selber regenerieren kann. Und ja, so ist das. Man sieht so ein bisschen, dass es angeschwollen ist, aber so ist das, wenn es halt immer die ganze Zeit tränt. Ja, was mache ich heute noch? Eigentlich nichts mehr, außer am PC sein, Videos schneiden noch. Und ja, vielleicht nach noch ein paar Geburtstagsgeschenken gucken. Denn demnächst hat die liebe Jessie Geburtstag und Toni und Sandrina und Alina haben ja noch Geburtstag. Ich kann euch aber eben zeigen, was wir denn vorbereitet haben für die Hochzeit von meiner besten Freundin. Ja, einfach eure erste Million am 13.05. Ich fand die Idee eigentlich ganz gut. Ja, und das möchte ich gerne anders machen, aber das werde ich euch dann zeigen. Genau, und ja, kriegt ihr noch eine Karte? Eine süße dazu. Die werde ich euch auch mal eben schnell zeigen. Und zwar sieht die hoch so aus. Auch eigentlich ganz süß. Ja, läuft, würde ich sagen. Ich werde jetzt erstmal wieder am PC gehen oder auf der Couch mich ein bisschen ausruhen. Und dann melde ich mich, wenn es mir vielleicht ein bisschen besser geht oder ja, ich in den Garten gehe, weil ich noch Lavendel gerne pflanzen möchte. Den haben wir bei Aldi ab Donnerstag im Angebot. Ja, ein anderer Tag, den 9.5. heute. Und ich war bei Aldi und bei K&K, habe Pfand weggebracht und habe mir Rotbäckchensaft nochmal geholt. Und da hatte ich nochmal gefunden gehabt, hier die neue Fanta in Lila und bei Aldi. Ja, gibt es für einen Zehner einfach
dieses schöne Iporo-Set in mehreren ja, Ausführungen habe ich mir dann einfach mal gegönnt, weil ja, irgendwie bin ich auf so einen Trip wieder, ich weiß nicht wieso. Und Brötchen habe ich auch noch geholt. Und draußen ist so eine eklige Luft. Aber es soll ja wohl nachher richtig gewittern und schütten. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und ja. So, ich gehe jetzt, ja, Haare schneiden und Bart machen, weil ja, jetzt bald die Hochzeit ist. Mir geht es ja schon auf jeden Fall ein bisschen besser. Nur mein Husten und meine Nase, dass sie noch zu ist. Ist halt scheiße, aber naja. Let's go! Ja, ich bin auch schon wieder zurück. Ich habe mir jetzt noch was zu essen geholt gehabt. Ich habe noch der lieben Lisa so, wie heißen die nochmal? Irgendwie komische Samen, diese asiatischen Dinger da geholt gehabt von Edeka. Der hat mich netterweise gefragt und ich habe gesagt, ja, mache ich. Und ja, ich war bei McDonald's. Ich habe mir die limitierte Edition wieder geholt. Ich hatte das auf TikTok gesehen und ich so, okay, gibt es fünfmal zum Sammeln. Aqua, Pink, Grün, Blau und Schwarz. Und dann gibt es wohl bald auch schon wieder eine Regenbogen-Edition. Mal schauen, ab 15. kommt die raus. 15. Mai. Ja, ich werde es mir jetzt auf erstmal schmecken lassen. Ich hatte keinen Bock zu kochen. Prost. Ja, ich bin schon mal fast fertig angezogen. Denn es geht gleich zur Hochzeit. Augenbrauengel, meine schöne Uhr um. Dann gibt es noch einen Sakko und meine Cargo-Hose. Ich filme ein bisschen mit, nicht zu viel, aber ein bisschen. Habe ich ein Stück Kuchen bekommen. Ist das Schleier? Ja, ich bin links abbiegen auf Münster. Nottebohmstraße, dann in 100 Meter rechts abbiegen auf um Lorzingstraße. Helfen wegen den Sofa und mal schauen, ob ich gleich 25 Euro zahlen muss, weil ich bei so einem scheiß Fairparken geparkt habe, weil hier nichts frei ist und alles mit Anwohner-Scheiße.